Leute, und willkommen zum Vlog Nummer 1407. Ja, ihr seht's, ich bin nicht eingeschlafen. Das Themenzettelchen ist fertig und wir können uns heute, wie versprochen oder wie angepeilt, versprochen habe ich es euch ja nicht, aber wir können uns heute endlich mal wieder zur Kernsendezeit ganz gemütlich zusammensetzen. Kleiner Wermutstropfen, die Themen, die sind nicht so toll, also hat jetzt eher so mäßig viel Spaß gemacht, den Themenzettel zu schreiben, aber hey, er ist fertig geworden. Das war ja in den letzten Tagen nicht unbedingt selbstverständlich. Aber da wir morgen mit Sicherheit kein Mittagsfernsehen oder Nachmittagsfernsehen machen können, weil ich da noch unterwegs bin und wahrscheinlich erst gegen Abend zurück bin, passt es ganz gut, dass wir uns heute zum zweiten Mal sehen. Da können wir uns jetzt nochmal den Rest des Tages an Irrsinn vorknüpfen. Deswegen seid ihr vielleicht noch ein kleines bisschen wach und aufnahmebereit. Wenn nicht, dann gute Nacht euch allen, könnt ihr nicht mal einschlafen. Wir legen direkt los mit der ersten Meldung, die fast schon die harmloseste und banalste heute auf dem Themenzettel ist. Sind auch in Anführungszeichen nur 7 Themen, wird also eine gemütliche kleine Abendrunde. Trotzdem müssen wir uns natürlich anschauen, was denn mal wieder verbockt wurde in diesem Land. Naja, nur in diesem Land werden wir nicht bleiben. Wir gehen auch auf EU-Ebene, wo mal wieder viel verbockt wird. Aber als erstes führt uns die Reise durch den heutigen Themenzettel nach Frankfurt. Die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, hat mitgeteilt, dass man in Frankfurt künftig gut ausgehen kann. Wer im Laufe des Monats noch nichts vorhat, der kann sich in einigen Wochen eventuell mal die Innenstadt genauer anschauen. Da ist nämlich Festtagsbeleuchtung aufgestellt. Weihnachtsmarktatmosphäre. Die Sache ist nur, Weihnachtsmärkte, wisst ihr Bescheid, sind ja böse. Gibt es doch schon die ersten, die umbenannt werden in Lichtermärkte oder Wintermärkte. Man muss ja kultursensibel sein und Weihnachten wäre ja diskriminierend für alle, die nicht dran glauben. Interessanterweise hat man bei anderen Festivitäten da offenbar weniger Berührungsängste. So hat Frankfurt nun entschieden, eine Festtagsbeleuchtung aufzuhängen zum Ramadan. Dort hängen nun Halbmonde und Sterne und Schriftzüge in der Fußgängerzone. Wer also noch nichts vorhat und den ganzen Tag nicht gefuttert hat, der kann sich dann bei festlicher Beleuchtung am Abend durch die Horden der Ausgehungerten seinen Weg bahnen mit Ellbogen und vielleicht kriegt ihr irgendwo was zu futtern ab. Da seht ihr das mal wieder, Weihnachtsmärkte haut der EU umbenannt, weil Religion, das ist ja nicht mehr zeitgemäß, aber ein Ramadan-Fest mit Beleuchtung, das ist natürlich völlig in Ordnung. Nee, Mirko, das ist an der Stelle leider kein Fake, das meinen sie ernst. Das Ganze hat im letzten Jahr bereits in London begonnen mit der Begründung, 15% der Bevölkerung, die würden das ja feiern. Okay, 85% feiern es nicht. Und während hierzulande, ich würde mal grob überschlagen, mindestens 90% in irgendeiner Art und Weise Weihnachten feiern, ob nun aus religiösen Gründen oder einfach nur aus kulturellen Gründen, weil Geschenke, gutes Essen und sowas, während die überwiegende Mehrheit in der Bevölkerung hierzulande Weihnachten feiert, man sich aber anhören muss, das wäre ja nicht mehr zeitgemäß, ist es offensichtlich sehr wohl zeitgemäß, die Halbmonde in der Fußgängerzone aufzuhängen, damit man dann da die ausgehungerten Horden entlang flanieren sehen kann. Was soll man dazu noch sagen? Das beste Absurdeste an aller Zeiten, nicht wahr? Wenn jemand von euch aus Frankfurt ist, wir reden von Frankfurt am Main, nicht Frankfurt oder, dann gerne mal mitteilen, wie ihr das Ganze wahrnehmt aus erster Hand, was denn da so für Leute unterwegs sind, wie vielfältig das Klientel da ist, weil es geht ja immer alles um Vielfalt, nicht wahr? Die Sache ist nur, dass es meistens eine relativ homogene Masse ist, die sich dann auf solchen Festivitäten zusammenfindet. Und das hat mitunter auch nicht allzu viel mit den sogenannten vielfach beworbenen westlichen Werten zu tun. Aber das lassen wir auf uns zukommen, nicht wahr? Warten wir mal ab, was es da dann noch so zu berichten gibt. Ich bin sehr gespannt, ob man sich da wieder auf offener Straße mal wieder verhaut oder sowas, weil man da so eine gewisse Frustrationsgrenze vielleicht etwas niedriger angesetzt hat, wenn man so ausgehungert da zusammentrifft. Also das wird auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig findet auch die Fastenzeit vor Ostern statt. Das ist aber nur für die relevant, die wirklich jetzt sehr, sehr gläubig sind. Ich weiß nicht, ob ihr da mitmacht. Und da habe ich mich doch glatt gefragt, das mag jetzt eine ketzerische Frage sein, ob denn in der Frankfurter Innenstadt dann auch die Osterbeleuchtung aufgehangen wird. Ich bezweifle es. Frohe Ostern hängt ja nicht in der Fußgängerzone. Zumindest bisher nicht. Nun gucken wir uns aber die nächste Nachricht an, die dann schon eher in die ernstere Richtung geht. Und das sind jetzt so Nachrichten, die gehen mir mittlerweile genauso auf den Sack wie damals die Zombie-Apokalypsen-Berichterstattung. So nach dem Motto, immer der gleiche Einheitsbrei aus allen Rohren geblasen und man hat es schon 100.000 Mal gelesen, es ist immer der gleiche Murks und es wird nicht wirklich besser, es wird eher absurder. Und so führt uns nun die Zeit online, eine Runde zum Verteidigungsministerium. Ist noch nicht das große Tagesthema, das kommt nachher noch, aber da kommen wir dann nochmal hin zurück. Also wir drehen im Prinzip heute so eine kleine Runde, einmal durch die verschiedenen politischen Institutionen durch und legen los im Verteidigungsministerium.
und der Abhöraffäre rund um diese Taurus-Marschflugkörperlieferung. Ihr habt es noch alle gut im Gedächtnis, knappe 40 Minuten eines streng vertraulichen Planungsgesprächs, wie man denn fremde Brücken sprengen kann. Die sind nun blöderweise an die Öffentlichkeit gekommen. Ja, wie kann denn das passieren? How dare you, die Bösen, die es publiziert haben, nicht die Bösen, die drüber geredet haben. Und jetzt stellten sich natürlich sehr viele die Frage, was ist denn da los? Das ist kein Witz, es ist tatsächlich eine Frage, wie kann denn so ein Irrsinn eigentlich stattfinden? Viel relevanter als, wie kann denn sowas stattfinden, dass es bemerkt wird, ist meiner Meinung nach, wie kann denn sowas stattfinden, dass es getan wird? Aber ja, das interessiert in der hiesigen Politik- und Medienlandschaft leider niemanden. Jetzt möchte man eine Erklärung dafür gefunden haben, wie die bösen, bösen Russen da denn drangekommen sind an die Infos. Und da hat man einen Schuldigen ausgemacht. Der ist zwar namentlich jetzt noch nicht so mit groß an den Pranger gestellt worden. Es wurde auch mitgeteilt, es gab wohl noch keine personellen Konsequenzen. Aber man könne wohl ausschließen, dass die Daten abgeflossen sind von den eigenen Systemen. Die wären ja sicher. Das ist ja keiner reingekommen. Hat ja, es ist alles ganz, ganz gut geschützt. Und wir wissen ja, die Passwörter 1, 2, 3, 4, da kommt ja auch keiner drauf. Das ist alles, da gibt es keinen Handlungsbedarf. Ein Leck soll stattgefunden haben oder soll aufgetreten sein in Singapur. Und zwar hat sich da wohl einer der Teilnehmer über eine unsichere Verbindung eingewählt in diese Online-Konferenz. Der ist da wohl zu Gast bei der Singapore Air Show, so eine Messe, Veranstaltung. Und in diesem Rahmen wurde sich wohl über eine nicht genehmigte, mutmaßlich Leitung eingewählt, ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen. Man könne ausschließen, dass sich fremde Spione Zugang zu dieser Online-Konferenz verschafft haben, zu diesem Videotelefonat. Und nun spricht man von einem individuellen Anwendungsfehler. Dass man da drüber referiert hat, wie man dann am besten eine Brücke sprengen könnte, also ein Geheimtreffen fast schon, ein digitales Geheimtreffen, liebes Korrektiv, wo seid ihr denn? Da wurde drüber nachgedacht, wie man mit der hiesigen militärischen Infrastruktur fremdländische Ziele attackieren kann und das nach Möglichkeit so, dass es nicht auf einen selber zurückfällt. Also ganz dubios, da müsste es Korrektiv in der ersten Reihe stehen. Tut es natürlich nicht. Die sind ja noch damit beschäftigt, ihren Artikel zum angeblichen Geheimtreffen, das doch nicht so geheim war, zu korrigieren. So mittlerweile wie viel mal, na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall hat man zu dieser geheimen Videokonferenz bisher da irgendwie den Ball sehr flach gehalten. Und jetzt ist es wohl offiziell ein Zufallstreffer, dass es aufgeflogen wäre. Es wäre ja praktisch nur Beifang, denn im Rahmen dieser Singapore Air Show, da hören die Russen ja großflächig ab, weil das ist ja ein gefundenes Ziel und da sind sie da wohl versehentlich drauf gestoßen. Mhm. Ihr habt aber nochmal Glück gehabt, nicht wahr? Ja, Stefan, die Story wird immer abstruser. Das sind so Momente, man sitzt da und kommt sich vor wie bei den Schildbürgern. Nur, dass man weiß, dass die Schildbürger Fiktion waren. Da hat jemand ein lustiges Büchlein geschrieben zur Unterhaltung aller anderen. Aber hier, die meinen das ernst. Gestern die Meldung, Passwort im Verteidigungsministerium 1, 2, 3, 4. Wäre die 5 noch rangekommen, wäre es die geile Kofferkombination von Spaceballs. Heute dann die Meldung, ja, versehentlich sind wir abgehört worden. Weil einer der Teilnehmer, der hat da leider vergessen, auf die Sicherheit der Leitung zu achten. Vielleicht hat dieser Depp, wer auch immer es nun war, vielleicht hat der einen Weltkrieg verhindert. Also eventuell geht der an die Geschichte ein für seine Inkompetenz, die in dem Fall dann gar nicht mal so schlecht wäre, als der Schlimmeres verhindert hat. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Ich traue der Hampel zwar zu, dass sie noch einen 33. und 33. Vorwand findet, um sich da trotzdem einmischen zu können, aber das Attackieren der fremden Brücke, das ist damit hoffentlich vom Tisch. Denn stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn dieses Geheimtreffen, das war jetzt wirklich ein Geheimtreffen, wenn das nicht publik geworden wäre. Wenn die Russen das nicht rein zufällig mitbekommen hätten und publiziert hätten. Stellt euch vor, Absurdistan hätte tatsächlich mit unseren Waffensystemen die Brücke gesprengt. Das wäre aufgeflogen, ist ganz klar. Das hätte vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tage, lass es ein paar Wochen sein, hätte es gedauert. Dann wäre den Russen nicht aufgefallen, wer die Dinger gesteuert hat. Und dann funktioniert es eben nicht mehr zu erzählen, ja, wir wollen doch gar keine Kriegspartei sein. Nein, nein, wir haben da zwar die Brücke gesprengt, aber nein, wir sind nicht dran beteiligt. Da wäre irgendeine billige Ausrede gekommen, die aber dann nicht sonderlich glaubwürdig wäre. Und was wäre dann die logische Konsequenz gewesen? Brauche ich euch, denke ich, nicht erzählen. Also möglicherweise hat eben jener General vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst dafür gesorgt, dass dieses Kriegseintrittsszenario von absurdistanischer Seite, dass das nicht funktioniert. Es wäre wirklich wünschenswert.
Aber gehen wir erstmal weg vom Verteidigungsministerium. Vielleicht noch ein kleiner Einwurf zu diesem Zeit-Online-Artikel. Da wurde geredet vom russischen Lauschangriff. Liebe Zeit, spannender wäre doch darüber zu reden, dass Absurdistan einen Angriff geplant hat, oder? Aber Prioritäten! Jetzt gehen wir aber wirklich weg von dieser Meldung und gucken mal nach Berlinistan. Auch das ist im Vergleich dazu fast schon banal. Schön ist es natürlich trotzdem nicht. Es zeigt auch, was in diesem Land schief läuft. Mal wieder. Und gucken zur Tagesschau. Die berichten nämlich, dass in Berlin gerade Gangsterjagd stattfindet. Dort werden seit Tagen mittlerweile Wohnungen durchsucht auf der Suche nach alten RAF-Terroristen. Da ist eine Dame kürzlich festgenommen worden, die liebe Klette. Ja, da passt der Name ganz gut. Die hat man nach mehreren Jahrzehnten, hat man sie nun in Berlin aufgespürt und ihre entsprechenden Komplizen von damals, die sind aber teilweise noch auf freiem Fuß. Konkret sucht man nun wohl einen Herrn Staub und einen Garwick. Der eine, der Garwick, ist wohl jetzt aktiv auf der Flucht. Man geht davon aus, sie sind beide im Bereich Berlin, Kreuzberg, Friedrichshain, irgendwie so in der Ecke wohl die letzten Jahre untergetaucht gewesen. Und jetzt, wo die Klette aufgeflogen ist, wo es neue Fotos, rekonstruierte Fotos, wie sie heute aussehen würden, von ihren Komplizen gibt, sucht man dann mit Hochdruck. Unter anderem hat man nun ein Studentenwohnheim in Friedrichshain durchsucht. Ja, da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, gut, die dürften kurz vor der Rente sein, die Herren. Aber die Studenten werden ja auch immer älter. Vielleicht. In dem Studentenwohnheim hat man aber anscheinend nichts gefunden. Also es gab keine Festnahmen, ob man da nun irgendwelche Hinweise rausgezogen hat, das ist leider nicht genauer bekannt. Habe ich zumindest noch keinen Artikel gefunden, der das konkretisiert hätte. Aber man hat dieses Studentenwohnheim da auseinandergenommen. Man hat in der, ich glaube, Grünbergallee war es, hat man eine Wohnung durchsucht. Und die ganze Woche über hat man schon verschiedene Immobilien in Berlin sich da genauer unter die Lupe genommen, die im Umkreis der linksradikalen Szene sich befinden. Die Dame, die Klette, die ist wohl vollkommen unbehelligt da, auch auf irgendwelchen Veranstaltungen hat die wohl Bauchtanz gemacht, also irgendeinen Tanz hat sie da gemacht, ist beim Karneval der Kulturen, gab auch Fotos überall von ihr und es kam aufgefallen, das ist eine gesuchte Terroristin. Mordverdächtig. Ja. Das ist Berlin. Fällt dann nach Jahrzehnten auf, dass da eventuell mitunter die gesuchtesten Terroristen aus ganz Europa dort flanieren gehen. Aber hey, kann ja mal passieren. Jetzt sucht man mit Hochdruck, wie gesagt, die anderen, den Rest der drei Freunde von der Tankstelle. Da hat man auch schon Wohnmobile wohl irgendwie angehalten. An verschiedenen Stellen im Land hat man Fahndungen eingeleitet, um zu gucken, dass die nicht doch noch flitzen gehen. Und statt man sich da vielleicht auch ein bisschen drüber freut, dass man Hochkriminelle, was anderes ist es nicht, Terroristen, dass man die jetzt eventuell nach Jahrzehnten endlich dingfest machen kann. Stattdessen gibt es in Berlin einen kleinen Kreis von Verstrahlten, die nun auf die Idee kommen, Solidaritätsbekundungen mit den flüchtigen Mordverdächtigen zu halten. Das meinen die ernst? Da stand wohl im Raum, dass es zum mittlerweile gestrigen Dienstag eine Solidaritätsdemonstration geben sollte. Die haben sie wieder abgesagt, aber es ist wohl nach wie vor durchaus im Umlauf, dass gewisse Kreise der linken Szene, wie es so schön heißt, dass die jetzt für gesuchte Terroristen und mutmaßliche Mörder auf die Straße gehen. Ja, was für ein freundliches, süßes, flauschiges Klientel, nicht wahr? Also da fehlen einem doch wirklich die Worte. Ob sie die beiden Flüchtigen nur noch finden? Das werden wir sicherlich in den nächsten Tagen sehen. Aktuell wird mit Hochdruck nach ihnen gesucht. Aber wer jahrzehntelang untergetaucht ist in einer Stadt wie Berlin, wo eigentlich mittlerweile an jeder Ecke Polizei rumspaziert und es keinem aufgefallen ist, ja, irgendwie habe ich da jetzt noch nicht so die große Hoffnung, dass es da zu einem Erfolgserlebnis kommt. Aber alleine die Tatsache, dass nun irgendwelche linken Szenenmitglieder Solidaritätsbekundungen für gesuchte mutmaßliche Mörder veranstalten wollen. Also was ist denn das für eine Sippschaft? Ja, rhetorische Frage. Ich sag nur Brandanschlag, nicht wahr? Kommt ja auch aus der entsprechenden Szene. Mit Bekennerschreiben. Aber klar, sie müssen ja erstmal prüfen, ob das echt ist. Ja, wer soll es denn da sonst veröffentlicht haben? Frau Holle oder wie? Ja, vielleicht. So viel zu Berlinistan. Wundert das irgendjemanden? Ich denke nicht. Lief auch vorhin im Radio, haben sie, also in dem Tagesschau-Artikel stand das mit der Demo jetzt nicht drin, das können bei RBB24 nachlesen und im Radio lief es eben auch. Jetzt schauen wir uns was aus Bayern an.
Wir wechseln also von Berlinistan nach Oberbayern und zwar ins beschauliche Schrobenhausen. Ist ein bisschen verschroben, was da abgeht. Das hat uns BR24 mitgeteilt, denn dort marschiert Sudolfus auf. An der Stelle im wahrsten Sinne des Wortes. Der kommt da um die Ecke und besichtigt ein Werk von der Firma MBDA. Wahrscheinlich MBDA, ich vermute mal das Englisch. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall sitzen die in Schrobenhausen. Die haben da um die 950 Mitarbeiter und wollen nun 300 weitere einstellen. Arbeitsplätze schaffen. Was hier erstmal ganz gut klingt. Weil in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, naja, da ist es ja durchaus sinnvoll, wenn die Unternehmen, die kaputt gegangen sind, die Arbeitsplätze, die weggefallen sind, durch was anderes kompensiert werden können. Ich sage jetzt bewusst nicht ersetzt, weil das wird schwierig, weil ganz, ganz viel Fachwissen flöten gegangen ist, gerade beim Mittelstand, sondern eben kompensiert, damit zumindest die Mitarbeiter woanders sich ihre Brötchen verdienen können. Nun sollen dort aber Patriot-Raketen gefertigt werden. Es gab wohl einen NATO-Großauftrag und in Schrobenhausen bereitet man sich nun darauf vor, das Firmengelände zu vergrößern und entsprechende Raketen zu bauen. Dazu sollen 200 Millionen Euro investiert werden. Gleichzeitig teilt uns BR24 mit, dass von diesem Großauftrag ja auch Fodorenskistan profitiert. Denn das ist ja ein System, davon wurden denen ja schon einige geschenkt. Und wenn man da jetzt mal ein kleines bisschen weiter denkt, liebes BR24-Team, heißt das dann unterm Strich, dass in Oberbayern Raketen produziert werden, die zumindest in Teilen zu Fodorenski verschifft werden? Und dann wollt ihr uns immer noch erzählen, dass die Finanzierung einer fremden Armee, eines fremden Konfliktes, die Ausbildung einer fremden Armee, die Belieferung einer fremden Armee und die Produktion für eine fremde Armee immer noch keine Beteiligung sind? Kann man mal machen, oder? Ist, würde ich jetzt mal einfach so in den Raum werfen, ein bisschen gefährlich. Und jetzt kommt Sudolfus um die Ecke und da habe ich echt gedacht, was hat denn der geraucht? Das habe ich mich beim Zombie-Irrsinn ja schon gefragt, da war er ja Team wegsperren, nur 10 Kilometer von der Haustür entfernen. Ja, findige Leute sind auf die Idee gekommen, ihre Haustür einfach mitzunehmen. Zack, Regel eingehalten, Haustür ist hinten auf dem Anhänger. Naja, der ist ja damals schon mit Irrsinn aufgefallen. Und dann ist er schnell wieder zurückgerudert, als der Irrsinn nicht mehr so gut für positive PR gesorgt hat, als die Leute es nicht mehr hören wollten, als die Leute die Schnauze voll hatten. Dann war er plötzlich Team Freiheit. Also das ist so ein bisschen Sudolfus. Dreht sein Fähnchen in die Richtung, aus der er gerade den meisten Zuspruch bzw. die meiste Aufmerksamkeit, den meisten Aufwind mitnehmen kann. So wie die öffentliche Meinung vermeintlich gerade steht, so dreht sich Sudolfus. Offensichtlich notwendig, wenn man gern Kanzlerette sein möchte. Aber das will er ja schon seit vielen Jahren und bisher ist er jedes Mal gescheitert. Gucken wir uns aber jetzt an, was er in Schrobendorf macht. Da hat er ein Zitat rausgeknallt. Da habe ich auch gedacht, meinst du das jetzt ernst? Rhetorische Frage, ich weiß. Er hat nämlich gesagt, nachlesbar bei BR24, diese Waffe muss zum Einsatz kommen. Also da ging es dann in dem Rahmen wieder um die Taurus-Geräte. Ja, so Raketen, die Marschflugkörper. Da ging es jetzt nicht um die Patriot-Raketen, die da gebaut werden sollen, da geht es um die Taurus-Dinger, die Lenkbahn. Die Dinger kannst du halt programmieren und dann fliegen sie relativ präzise dahin. Muss ich, glaube ich, keinem erzählen. Und da stellt sich Sudolfus hin, wirft der aktuellen Kanzlerette, dem Senilus, vor, er wäre bockbeinig. Er würde sich ja sperren, da mitmachen zu wollen. Der will ja nicht mit an der Party teilnehmen. Und es müsse unbedingt zum Einsatz kommen. Diese Waffe müsse zum Einsatz kommen. Sudolfus, soll ich dir ein Flixbus-Ticket nach Kiew finanzieren? One way. Da kannst du da hin und die Dinge abschließen, aber bitte als Privatperson. Wie man auf Twitter so schön schreibt als geneigter Politiker, privat hier. Mach's doch, aber ohne das Land mit reinzuziehen. Also mal kurz sacken lassen, was jemand mit Kanzlerambition da öffentlich äußert. Muss zum Einsatz kommen. Wie bitte? Hanebüchen, oder? Also wirklich vollkommen gaga. Das ist aber noch nicht alles. Weiterhin schwurbelt er von einer moralischen Verpflichtung, die Absurdistan hätte. Absurdistan hat eine moralische Verpflichtung, Marschflugkörper gegen Russland zu schicken? Also nach Fodorenskistan zu liefern und dann gegen Russland zu schießen? Ist das euer Ernst? Ja, auch hier wieder rhetorische Frage. Ja, interessant, was man da alles für eine moralische Verpflichtung ableiten möchte. Vor einigen Jahren hieß es noch, die moralische Verpflichtung wäre Pazifismus. Wie schnell sich die Zeiten ändern. Aber es ist eben Sudolfus der 30., nicht wahr? Aber es macht fassungslos. Der
will gegen Merz ins Rennen ziehen als Kanzlerettenkandidat. Auch da denkt euch bitte euren Teil, beziehungsweise macht euch eure Gedanken drüber, was man von dem Typen zu halten hat. Und dann gehen wir gleich noch ein Stück weiter Richtung Westen. Die Richtung, die ich auf Sommertour eher selten einschlage. Und haben einen Bericht vom Lügel. Der führt uns nämlich nach Frankreich. Und da haben wir auch jemanden, bei dem fragt man sich auch, irgendwie ist da im Trinkwasser vielleicht was nicht ganz so Gesundes gewesen. Vielleicht zu viel Ofenkäse oder so, ich weiß nicht. Also irgendwas muss ja dafür verantwortlich sein. Da kommt nämlich der französische, ich glaube mittlerweile ist er ja kein Regierungschef mehr oder ist ganz, ganz komisch, hat irgendwie einen anderen vorgeschoben. Naja, auf jeden Fall kommt der Macron um die Ecke und erzählt, Zitat, auch das ist genauso irre wie Sedolfus, wir nähern uns gewiss einem Moment unseres Europas, in dem es angebracht ist, nicht feige zu sein. Mhm. Was meinst du damit, lieber Macron? Wolltest du nicht letztens noch Soldaten nach Vorderenskistan schicken? Als direkte Beteiligung in diesem völlig fremden Konflikt. In dem Fall geht es jetzt kausal um eine potenzielle Munitionslieferung, wo Tschechien und Absurdistan wohl mal wieder das Portemonnaie öffnen wollen, um Munition ranzukaufen und sie dann Mr. Ich will zu schenken. Und da kommt jetzt der Macron um die Ecke, wirbt für noch mehr Leute, die ja Knete reinbuddern, noch mehr Länder, die das mitfinanzieren und erzählt, man dürfe nicht feige sein. Lieber Macron, ist es also feige, sein eigenes Land aus einem fremden Konflikt rauszuhalten? Ja, das ist die Schweiz aber am allerfeigsten hier in Europa. Und dass die am besten dastehen. Und zwar seit Jahrhunderten. Die müssen irgendwas richtig gemacht haben. Auch hier wieder, was haben diese Leute geraucht? Ich hätte jetzt fast was Böses gesagt, aber liebe Macaroni, magst du dich nicht weiter mit deiner Lehrerin vergnügen und lässt den Rest der Welt in Ruhe? Wäre das nicht eine Win-Win-Situation für alle? Oh ne, kommt da um die Ecke und dürf ja nicht feige sein. Mm. Es ist dann also mutig, sich Hals über Kopf in einen fremden Konflikt zu stürzen. Ich würde sagen, das ist Kriegstreiberei, aber es ist nur meine persönliche, subjektive Meinung. Aber da sieht man wirklich, was das für Figuren sind. Und ich schreibe mir immer mal noch kleine Anmerkungen auf meinen Themenzettel und ich habe hier bei dieser Meldung tatsächlich dahinter geschrieben, was hast du geraucht? Fragezeichen. Also so Kommentare und so ein WTF habe ich ganz oft draufstehen oder ein LOL, so für, wenn es besonders abstrus ist. Aber an der Stelle habe ich hier unten tatsächlich geschrieben, könnt ihr wahrscheinlich eh nicht lesen, was hast du geraucht? Und solche Anmerkungen habe ich in letzter Zeit sehr oft hinter den entsprechenden Schlagzeilen. Aber lassen wir den da mal, was auch immer es ist, vielleicht alte Socken weiter nasal konsumieren und gucken uns in der Zeit die nächste Nachricht an. Die führt uns nun zum zweiten großen Tagesthema, weil das jetzt thematisch besser passt. Danach gucken wir uns das erste große Tagesthema an. Das ist nämlich nochmal was etwas, na, harmlos ist es nicht, aber das zeigt die ganze Absurdität, die in diesem Land mittlerweile normal geworden ist. Gucken wir uns aber erst einen Bericht aus dem Tagesspiegel an, der uns nochmal zum Verteidigungsministerium bringt. Ja, nochmal zum Pistorius. Und da hatte nun der Lügel berichtet, dass es wohl bereits eine Vorentscheidung gegeben hätte bezüglich der Reeinführung der Wehrpflicht. Da ist ja der Pistorius auch ganz vorne mit dabei. Na, ist ja klar, wenn man sich in fremde Konflikte stürzen will, braucht man auch entsprechende Personal für. Und nun wird aber dementiert. Der Lügel hatte nämlich berichtet, dass es wohl einen Auftrag ans Verteidigungsministerium gegeben hätte von Pistorius, dass die bis zum 1. April Optionen vorlegen sollten, ausarbeiten sollten, wie man denn eine Wehrpflicht wieder einführen könnte. Wie das auch funktionieren kann, weil man hatte die Kapazitäten gar nicht. Sollten sich da also im Kopf machen, wie das theoretisch klappen könnte. Und weiterhin sollte wohl noch vor der nächsten Bundestagswahl, so sie denn stattfindet im nächsten Jahr, eine Beschlussvorlage entstehen, wie das Ganze dann umgesetzt werden soll. Sollte also jetzt bis zum April ausgearbeitet werden und dann vor der Bundestagswahl sollte es bereits offen debattiert werden im Parlament. Das aber ist angeblich gar nicht wahr. Das hat jetzt der Tageslügel berichtet. Wie gesagt, der Bericht, der das vorher geschrieben hat, war der Spiegel. Und nun kommt der Tageslügel und dort dementiert der Pistorius. Der hat nämlich rausgehauen, Zitat, er hätte noch gar keine Vorentscheidung getroffen. Die Gespräche, die hätten gerade erst begonnen. Ist alles noch in den Kinderschuhen? Nein, bis nächsten Monat solle da ja noch keine Optionen ausgearbeitet haben. Und wann das nun konkret eintreten soll? Ja, das ist ja alles noch ganz weit weg. Da kümmert sich der Zukunftsreini drum. Das ist uns doch völlig egal. Jetzt wirft es aber einmal mehr die Frage auf, wie glaubwürdig ist das? Auch hier wieder, da mag ich euch jetzt nicht in irgendeine Art und Richtung, in irgendeine Richtung dringen, das müsst ihr selber für euch entscheiden, aber ich habe ja so
ganz gerne einen Spruch, also einer meiner Lieblingssprüche. Ich glaube dem, ich traue den immer nur so weit, wie ich ihn werfen kann. Und wenn ich mir einen Pistolius anschaue, wird schwierig. Also den kann ich sicherlich weiter werfen als eine Ricarda, aber allzu weit ist dann auch wieder nicht. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Kommt mir so vor, wie das versehentliche Kriege erklären vom kleinen Kobold, die sich da hingestellt hat und erzählt hat, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland schon vor Monaten, und wo dann das Ministerium schnell zurückgerudert ist. Na, das stimmt doch gar nicht. Irgendwie liest sich das hier sehr ähnlich. Denn dass der Lügel, Relotius und so weiter, die haben eine lebhafte Fantasie, das stimmt schon. Aber dass sich der Lügel da mit dem Ultimatum vom Verteidigungsministerium auch den Termin und so ausgedacht haben soll, zuzutrauen ist es ihm, dass der Lügel das erfunden hat. Aber wenn sie das sogar dazu schreiben, vor der Bundestagswahl soll der Beschluss durchdebattiert werden, also offiziell im Parlament, und bis zum 1. April sollen da die Optionen ausgelotet werden, dann klingt das irgendwie schon sehr konkret. Versteht, worauf ich hinaus möchte. Es wirkt auf mich jetzt nicht so, wie hätte, wäre, könnte, hören sagen, in die Glaskugel geschaut. Das klingt danach, dass man da vielleicht doch mit jemandem gesprochen hat, der da konkretere, zeitlichere Planungen rausposaunt hat. Und genau deswegen habe ich meine Zweifel daran, ob jetzt das eilige Zurückrudern vom Pistolius, ob das in irgendeiner Art und Weise eine Berechtigung hat. Hat das Geschmäckle von wegen schnell irgendeine Erklärung finden, irgendeine Ausrede finden. Nein, das war ja gar nicht so gemeint. Die Gespräche starten ja nun erst. Ihr kommt vielleicht in der Bevölkerung nicht so gut an, wenn man auf der einen Seite gerade versehentlich zugeben musste, dass man geplant hat, eine fremde Brücke zu sprengen und dann der Pistolius um die Ecke kommt und eine Wehrpflicht wieder haben will. Also irgendwie zählen die Leute dann auch eins und eins zusammen. Ist ja nachvollziehbar. Ganz so doof ist die Bevölkerung nicht, wie sich der ein oder andere Hampelfunktionär das offenbar denkt. Was da aber nun dran ist oder nicht, da müssen wir auch wieder abwarten. Würde mich nicht wundern, wenn dann vielleicht nicht zum 1. April, aber vielleicht zum 1. Mai plötzlich doch die Optionen vorgelegt werden. Dass man seinen Zeitplan da leicht etwas verschiebt, damit es nicht ganz so auffällig ist und es dann plötzlich heißt, ja guck mal, jetzt haben wir doch da ausgearbeitet, wie das funktionieren kann. Man überlegt wohl aktuell, dass so pro Jahr 3.000 bis 4.000 Leute Wehrdienst machen sollen. Weil für mehr, viel mehr hat man die Kasernen ja nicht und die Kapazitäten und funktioniert ja alles nicht. Ich wage zu bezweifeln, dass man allzu viele Freiwillige findet, wenn die Hampel so weitermacht. Aber auch das wird sich zeigen. Gucken wir uns mal das zweite große Tagesthema an. Lassen wir das Ministerium etwas rudern und wechseln stattdessen mal zur Zeit. Die haben sich mit einem Thema beschäftigt, was so ziemlich eins der brisantesten im ganzen Land ist, wenn man jetzt mal die Kriegsfantasien irgendwelcher Hampelbestandteile außen vor lässt, nämlich Stichwort Rente. Haben wir einige Male drüber geredet. Am Sonntag war ein wunderschöner Tag für die Rentner in der Schweiz. Dort gab es nämlich ein Referendum, bei dem darüber abgestimmt wurde, dass die dortigen Rentner eine 13. Monatsrente bekommen. Ist wirklich was Erfreuliches. Und dass das Renteneintrittsalter für die Schweizer Rentner nicht von 65 auf 66 Jahre angehoben wird. Hierzulande sieht es bei den Renten etwas dürftiger aus. Da haben wir uns letzte Woche darüber unterhalten, dass nun offensichtlich auf der Kippe steht, ob denn die Renten Erhöhung für die Erwerbsminderungsrente, ob die geplant im Sommer steigen kann, wenn man bei der Rentenversicherung kein Personal hat, die werden wahrscheinlich mit den Berechnungen nicht pünktlich fertig. Heißt also, theoretisch sollen die Leute, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, im Sommer zwar eine Erhöhung kriegen, aber faktisch wird es wohl nicht funktionieren, die dann notwendige Rentenhöhe bis dahin fertig berechnet zu haben. Heißt, dass sie dann ein Jahr länger drauf warten müssen, vielleicht Ende 2025 ihre Rente bekommen, soll in zwei Wellen dann stattfinden. Auch hier fragt man sich, was ist denn da eigentlich, was ist denn kaputt? Ist es für jeden Müll Geld da? Man kann Personal ohne Ende rankarren für irgendeinen Nonsens, aber bei der Rentenversicherung schafft man es nicht, pünktlich zum Auszahlungszeitpunkt, zum angepeilten Auszahlungszeitpunkt dafür zu sorgen, dass die Rentenbeträge auch korrekt berechnet sind. Kann ja mal passieren. Jetzt haben wir aber gleich die nächste Meldung. Und das ist jetzt etwas, da habe ich echt gedacht, nee, wirklich nicht. Also, da kann man doch nur irgendwo im falschen Film gelandet sein. Nämlich eben jenen Bericht von der Zeitung. Der Heil der Arbeitsministernde und der Lindner, die stellen nun das Rentenpaket Nummer 2 vor. Zur Sicherung der Rente. Und wer jetzt meint, das liegt ja in ferner Zukunft, der irrt. Denn die Rente soll gesichert werden nach 2025. Die aktuelle Rentensicherheitsgarantie für ein Rentenniveau von 48%, also auch hier, kann man mal klatschen. Im Vergleich mit dem Rentenniveau in den Ländern um uns herum, 48% ist lächerlich. Die Rente bei 48% Rentenniveau, die ist nur bis Ende 2025 garantiert.
Ach, schön. Wie war das? Die Rente ist sicher? Bis Ende 2025. Wir haben jetzt den 6.3.2024. Die ist nicht mehr lange. 1,5 Jahre. Anschließend hat anscheinend keiner so richtig einen Plan, wo das Geld für die Rente herkommen soll. Denn das Geld, was dir dann irgendwann mal in Rente gehenden Leute eingezahlt haben, das ist ja längst verjubelt. Das hat man ja rausgeballert, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes. Und nun wird überlegt, auf Biegen und Brechen wirklich händeringend, so richtig panisch, wo man da noch ein paar Moneten hernehmen kann. Weil auf der einen Seite ist mehr Schulden eine blöde Idee, die muss man irgendwann mal zurückzahlen. Irgendwann ist die Kreditwürdigkeit auch weg, dann kriegt man keine Sondervermögen mehr. Aber auf der anderen Seite müssen ja die aktuellen Rentner trotzdem ihre Rente erhalten. Und das eben auch nach 2025 noch. Wäre zumindest wünschenswert, nicht wahr? Und so hat man nun die geniale Idee, dass man doch am Kapitalmarkt spekulieren könnte. Man möchte noch in diesem Jahr 12 Milliarden Euro als Darlehen aufnehmen, Stichwort Schulden, an der Schuldenbremse vorbei, versteht sich, die in diverse Aktien investieren und damit danach 2025 die Rente sichern. Und was ist, wenn man auf die falschen Aktien setzt und das Geld weg ist? Dafür hat man zwar keine Antwort, aber jährlich sollen dann zusätzlich 3% mehr in entsprechende, wie haben sie es bezeichnet? Ich habe mir das Wort aufgeschrieben, weil ich es mir nie merken kann. In den Kapitalstock investiert werden. Ich finde, das ist so ein dämliches Wort. Naja, 2028 sollen es dann 15 Milliarden Euro sein und bis 2030 sogar 200 Milliarden Euro im Aktienmarkt angelegt. Also grundsätzlich sind entsprechende Aktiengeschichten ja durchaus eine lukrative Sache. Wenn die Hampel jetzt irgend so ein Prestigeprojekt hätte, wo sie zum Beispiel Fahrräder in Lima bauen möchte, da könnte man nur sagen, okay, lieber Hampel, du möchtest Fahrradwege in Lima bauen. Dann legst du jetzt 20 Euro an am Aktienmarkt, dann guckst du, dass du die 20 Euro verzehnfachst in den nächsten 10 Jahren und das damit hinzugewonnene Geld, damit kannst du Fahrradwege bauen. Das wäre eine sinnvolle Sache. Aber wir reden hier über eine essentielle Lebensgrundlage von Millionen. Nämlich das, was die Rentner benötigen zum Überleben. Und das, was sie selber eingezahlt haben. Und wir haben jetzt aktuell folgenden Sachverhalt. Die Leute haben jahrzehntelang einen Großteil ihres Gehaltes in dieses System gebuddert. Und jetzt wird ihnen gesagt, ja, tut uns leid, wir haben leider nicht genug Geld, aber wir können mal gucken, ob wir ein bisschen spekulieren können, dass wir dann ein bisschen aus dem Devisenmarkt was rausziehen, damit ihr ein bisschen Rente bekommen könnt. Ja, warum nicht gleich die Casino-Rente, wurde vorhin bei Discord hinterfragt. Kann man doch auch sagen, ja, liebe Rentner, jetzt muss die gesamte Bundesregierung sich mal einen Abend in die Spielhalle setzen. Und wenn wir dann Gewinne eingefahren haben, aus euren Einsätzen, dann könnt ihr die vielleicht eventuell als Rente bekommen. Also auch hier wieder, in welchem Takatuka-Land sitzen wir? Da hat man die Rentengelder zweckentfremdet verballert und jetzt möchte man am Aktienmarkt spekulieren, um dann die Rente damit zu sichern. Aber das soll ja nur eine Säule des Rentensystems sein. Nochmal, lieber Hampel, was macht ihr, wenn der Aktienmarkt mal wieder zusammenbricht? Absolut nicht falsch verstehen. Ich habe überhaupt nichts gegen Aktien. Ist eine ziemlich sinnvolle Sache sogar. Aber eben nicht für essentielle Grundausgaben. Das kann man für Bonusgeschichten machen. Wenn man Knete für irgendwas braucht, was nice to have wäre, da kann man spekulieren. Und wenn es funktioniert, kann man sich das leisten. Wenn es eben nicht funktioniert, dann kann man sich es nicht leisten. Ganz einfache Kiste. Aber man kann doch jetzt nicht darauf setzen, dass man die verschleuderten Rentengelder wieder reinholt, indem man vielleicht Glück in die Aktien investieren hat. Aber die meinen das wirklich ernst. Spekulationsrente. Zufallsrente, Glücksrente. Wenn die genauso kompetent am Aktienmarkt agieren, wie sie das im alltäglichen oder tagtäglichen Regierungsgeschäft tun, ja dann gute Nacht, liebe Rentner. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint, das ist wirklich wortwörtlich gemeint. Aber das ist auch noch nicht alles, denn aktuell beträgt wohl seit einigen Jahren ganz stabil der Rentenbeitrag 18,6%. Der muss aber bis Ende des Jahrzehnts steigen, um das Niveau von 48% zu halten. Wird sowieso nicht funktionieren, weil man muss ja erstmal spekulieren, ob überhaupt Gelder kommen. Wenn der Aktienmarkt wieder krachen geht, ist die Knete weg. Kann man reingebuddert haben, so viel man will. Ist dann halt einfach dumm gelaufen, erklärt das mal den Rentnern.
Aber um das Niveau von 48% bis zum Ende des Jahrzehnts überhaupt halten zu können, trotz Spekulation, müsse der Rentenbeitrag auf 22,3% steigen. Das sind so um die 4% mehr. Einzelfallberechnung muss jeder für sich selber ausrechnen, wie viel das jetzt auf euch zutreffend wäre. Aber ist heftig, oder? Und da denkt die Hampel tatsächlich, das ist eine gute Idee. Also es gibt Kritik, erstaunlicherweise. Na gut, ganz so erstaunlich ist es nicht. Unter anderem haben diverse Sozialverbände da doch mal drauf hingewiesen. Moment, lieber Hampel, es ist aber schon ein bisschen, ganz kleines bisschen. Wirklich Mühe. Spekulativ. Heißt also, ja, man kann da viel Geld mit herausziehen. Das kann funktionieren. Dann braucht man aber auch Leute, die ein bisschen Ahnung von haben. Und ordentliches Portionchen Glück. Meine Tante zum Beispiel hat früher sehr viel mit Aktien gemacht. Die hat sich davon jedes Jahr einen schönen Urlaub gegönnt. Sei ihr auch gegönnt. Hat die halbe Welt bereist. Hat sie immer aus ihren Aktienverkäufen gemacht. Ist ja eine schöne Sache. Aber ihre normalen Alltagsbedarf hat sie nicht aus den Aktienverkäufen bestritten, weil das eben dann doch etwas spekulativ gewesen wäre. Und genau das muss auf politischer Ebene auch betrachtet werden. Man kann sich damit Zusatzsachen leisten. Dinge, die schön wären, aber die nicht das Überleben der Bevölkerung beeinflussen. Oder irgendwie voraussetzen. So, nee, nicht andersrum. Bedingen. Na, ihr versteht, was ich meine. Mir fällt gerade kein passendes Wort dafür ein. Dinge, die nicht essentiell überlebensnotwendig für Land und Leute sind. Die kann man damit finanzieren. Als so Sahnehäubchen auf dem Kakao. Aber der Rest, die essentiellen Grundausgaben, die müssen eben planbar verlässlich da sein. Und dafür haben Millionen Menschen einen Großteil ihres Gehaltes abgetreten, damit sie sich dann darauf verlassen können, dass sie davon einen kleinen Teil für die wenigen Jahre Rente, die sie haben, zurückbekommen und dann einigermaßen gut von leben können. Und jetzt kommt die Hampel um die Ecke. Ja, wir gucken mal, ob wir am Aktienmarkt ein bisschen spekulieren können, damit wir für euch die Rente sichern. Ihr seht mich fassungslos. Da kommt der kleine Rote und der findet das auch nicht so cool. Aber irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, es gibt tatsächlich auch Kritik von wegen, das ist ja schon ein bisschen spekulativ. Ist es. Ja, no name, das kommt auch noch dazu. Bürgergeld wird keine Rente finanzieren. Das wird sowieso, steht vorm Zusammenbruch, das ganze Sozialsystem in dem Land. Und das soll jetzt nicht negativ oder irgendwie, wie sagt man? Nee, negativ ist falsch. Nee, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Schlechtmachend, niedermachend. Naja, auch hier, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, was ich ausdrücken möchte. Pessimistisch, dankeschön. Genau das habe ich gesucht, Manfred. Soll jetzt nicht pessimistisch klingen, aber wenn man realistisch rangeht und den Weihnachtsbaum abschmückt, der demnächst zum Osterbaum werden muss, danke, kleiner Kater. Wenn man da realistisch rangeht, ja, wie soll denn dieses System funktionieren, wenn mehr Leute Geld rausziehen als einzahlen? Da kann man Steuern ohne Ende anheben. Irgendwann ist halt keiner mehr da, den man noch ab und zu abzocken kann. Und wo soll die Knete dann herkommen? Man kann Glück haben am Aktienmarkt, aber das ist eben keinesfalls garantiert, das ist nichts Planbares. Und da hätte man auch ein bisschen eher mit anfangen müssen. Jetzt kurz vor der Angst, praktisch vor der Heizkostennachzahlung, nochmal schnell am Aktienmarkt ein bisschen Geld rausziehen wollen, da muss man schon wirklich richtig, richtig viel Ahnung haben. Und eine ganz, ganz große Portion Glück. Dann kann das klappen. Aber so, darauf ein Rentensystem aufbauen zu wollen, ja, als eine von vielen Säulen, ich habe da letztens ein schönes Zitat gehört. Also habe ich wirklich gedacht, das ist. Ich weiß leider nicht, wo es herkommt. Das habe ich in einer Reportage gesehen. Da hat jemand gesagt, ich gucke mir nämlich immer, wenn ich jetzt so abends nach Hause komme, dann einen Themenzettel schreibe und noch ein paar Sachen nebenbei mache, gucke ich mir irgendwelche Reportagen an. Ich lasse die immer so durchlaufen bei YouTube. Ich höre da nur so halb zu, aber damit sowas im Hintergrund läuft, was ein bisschen spannend ist. Und da hat jemand das Zitat gesagt, gutes Geld muss gut verwaltet werden. Das ist mir dann aufgefallen, da habe ich noch mal auf den Bildschirm geschaut, aber ich weiß leider nicht mehr, welche Reportage das war. Und das ist einer der Grundsätze, der ist irgendwie bei der Hampel noch nicht angekommen. Die schaffen es nicht, das gute Geld der anderen, nämlich unseres, was wir einzahlen müssen, entsprechend zu verwalten, dass damit dann auch zumindest die essentiellsten Notwendigkeiten abgedeckt werden können. Man schafft es, das gute Geld zum Fenster rauszuschmeißen, unter anderem nach Vorderenskistan. Was man aber nicht schafft, dafür zu sorgen, dass bei einem vernünftigen Rentenniveau, ich rede jetzt nicht von 48%, würde die Zahl umgedreht werden, auf 84% könnte man davon eher drüber sprechen, dass man das entsprechend gute Geld so verwendet, anlegt, das kriegt man irgendwie nicht hin. Anlegt ist falsch, plant. Das geht nicht.
Man kann es verschenken, aber man kann wirklich relevante Dinge nicht. Man kriegt es einfach nicht hin. Man hat es noch nicht mal geschafft, einen vernünftigen Haushalt auf die Beine zu stellen. Die Posse habt ihr noch alle gut im Kopf. Vom Verfassungsgericht zerlegt wurden wir hochgradig verfassungswidrig, weil der Knete verschoben wurde. Ganz, ganz krude Geschichten, was die Ampel da verzapft. Und dann kommen sie jetzt um die Ecke und feiern sich dafür, dass sie entdeckt haben, dass man am Kapitalmarkt vielleicht schnell Geld verdienen kann. Ja, ich warte ja noch drauf, dass uns dann Heil und Lindner erzählen, man könnte ja auch im Untergrund Geld verdienen, die überfallen eine Bank und versuchen damit eine Rente zu sichern. Das ist, also nein, der Aktienmarkt ist nicht kriminell, aber es ist genauso eine Schnapsidee, um schnell an Geld zu kommen. Ja, genau, die Gier, Manfred. Oder Lotto spielen, richtig. Lass doch die Hampel Lotto spielen. Vielleicht gewinnen sie ja genug für die Rente fürs Jahr 2026. Aber ich denke, damit sind wir dann weitestgehend durch. Ich gucke nochmal schnell, ob ich irgendwas Wichtiges anderes vergessen habe. Sieht aber nicht so aus. Nee, wir haben tatsächlich alles besprochen. Bedeutet, wir können zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Jetzt haben wir es ja schon wieder 1.32 Uhr. Mache ich unser Themenbüchlein mal wieder zu. Aber jetzt bin ich nicht so auf der Flucht wie heute Nachmittag. Heute Nachmittag musste ich ja direkt nach dem Vlog in den Traktor springen und losdüsen. Und dann war noch einiges zu tun. Wir mussten noch Futter abholen. Wollten wir eigentlich gestern schon machen für die Kaninchen. Also die vierhufigen Kaninchen wollten wir gestern Futter holen. Problem ist nur, wir haben uns zwar eigentlich auf den 4. März zur Abholung verständigt, aber der Futterhandel hat sich das falsch eingetragen. Die haben irgendwie verpeilt, wann sie zum Großhandel fahren. Gestern war unser Futter noch nicht da. Sind wir so heute nochmal hingefahren. Ist zum Glück nicht weit. Aber ich bin jetzt das dritte Mal mit dem Anhänger gefahren. Langsam wird's. Ich würde nicht sagen, dass ich gut mit dem Anhänger gefahren bin. Also vorwärts schon, aber als ich das Ding dann parken musste, sah lustig aus. Aber es hat geklappt. Und dann mussten wir heute noch Futter holen gehen. Deswegen musste ich vorhin so schnell weg, weil der Futterhandel hat nur eine begrenzte Öffnungszeit. Und da wir eigentlich geplant hatten, das Futter am Montag schon da zu haben und heute nicht nochmal hinzufahren, naja, hat das eben den Tagesplan etwas durcheinander gehauen. Aber deswegen war ich heute Nachmittag so auf dem Sprung, weil ich spät dran war. Jetzt bin ich das nicht. Jetzt können wir ganz gemütlich zum Ende des Fleckchens kommen, das Themenbuch wieder einpacken. Und ich habe vorhin mal so etwas rumgerechnet, bis wann uns dieses Buch jetzt begleiten wird. Bis voraussichtlich kurz vor der Sommertour. Es kommt natürlich darauf an, ob wir uns einmal am Tag oder zweimal am Tag sehen. Manchmal auch einen Tag überhaupt nicht, das möchte ich ja gerne vermeiden. Eigentlich wollen wir ja schon jeden Tag über Irrsinn reden. Wir haben ja die letzten Wochen ab und an uns mal zweimal täglich gesehen. Das geht natürlich nur dann, wenn das zeitlich auch passt, wenn ich auch dazu komme, die Nachrichten in Ruhe zu lesen. Aber Pi mal Daumen, einmal am Tag sehen wir uns ja in der Regel schon. Haben wir jetzt wieder gut hinbekommen, so den Rhythmus. Außer wenn ich einschlafe, dann müssen wir nachholen. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich es hinbekomme, dass wir uns einmal, in Klammern ab und an, mal noch ein zweites Mal pro Tag sehen, brauche ich im Monat etwa 40 Seiten vom Themenbuch. Also so um die 40 Vlogs. 30 regulär und vielleicht noch an 10 Tagen im Monat, dass wir uns doppelt sehen. Das war jetzt so meine Rechnung. Und das Themenbuch hat pro diesen, wie nennt man das, diese Summe an Seiten sind exakt 40. Heißt also, März, April, Mai, Juni und für den Juli. Wir kommen voraussichtlich bis Ende Juli mit dem Themenbuch. Plus, minus. Kann auch ein, zwei Monate länger oder kürzer halten. Wenn wir uns jetzt einen Monat lang zweimal sehen, brauchen wir natürlich 60 Seiten, ist ja klar. Wird also darauf hinauslaufen, dass wir entweder auf der Sommertour das neue Themenbuch einweihen oder kurz vor der Sommertour schon das neue anfangen, das wird sich dann zeigen. Wo ich das her habe, von einem großen Online-Versandhandel mit A, wisst ihr alle Bescheid, das habe ich mir dazu gekauft, weil mein anderes vorheriges, das war voll, aber ich wollte das gleiche Motiv gerne wieder haben, ich brauchte die gleiche Größe, es muss in meine Themenbox passen für die Sommertour. Leider hat es einen Schaden, also jetzt nicht so einen Schaden wie die Hampel, aber ich hoffe mal, das war nicht ich, da ist so ein Riss drin. Ist jetzt nicht dramatisch schlimm, ist wahrscheinlich, weil das Leder noch relativ steif war, aber das war schon nach der Lieferung direkt dieser kleine Riss. Stört mich jetzt nicht so sehr, weil es ja sowieso zu ist, heißt also, fällt nicht weiter auf. Aber zur Sommertour werde ich das gleiche dann nochmal bestellen. Ich bin nämlich sehr glücklich mit dem Papier. Das habe ich gestern schon lobend erwähnt oder vorgestern. Ich kann da so viel Tinte raufballern, wie ich möchte. Es verläuft aber erstaunlich wenig. Beim alten Themenbuch war das noch so oder beim anderen Themenbuch, das war so ein Büttenpapier oder so heißt das. Ist das hier zwar auch, aber das ist ein festeres. Und wenn man da einmal zu viel gekleckst hat, dann war da gleich ein riesen Tintenfleck. Also so ein sehr fasriges Papier. Ein Baumwollpapier war das. Hat sich zwar an sich interessant geschrieben, aber einmal nicht gut aufgepasst und zack, riesen Tintenklecks drauf. Das ist bei dem hier jetzt nicht. Und ich habe da doch mitunter auch
Immer gekleckst jetzt nicht, aber passiert mir manchmal, dass ich zu viel Tinte an der Feder habe, wenn ich nicht aufpasse oder so. Und obwohl mir das hier passiert ist, auf unserer Startseite unter anderem hier oben beim V, gab es keine Katastrophe. Also was das Papier angeht, bin ich mit dem Buch sehr glücklich. Was mir nicht so gefällt, ist dieses komische, diese Beschichtung beim anderen Themenbuch war das einfach die Rückseite vom Leder. Hat mir besser gefallen. Hier ist jetzt noch so ein Stoff eingenäht, das mag ich nicht so. Aber das ist Kleinkram, da kann man drüber hinwegsehen. Aber die natürliche Rückseite, einfach nur das blanke Leder, das hätte ich lieber gehabt. Riecht ansonsten schön nach Leder, gefällt mir, passt perfekt in die Themenkiste und lässt sich einigermaßen angenehm öffnen und verschließen, ohne dass da irgendwelche modernen Verschlüsse dran kleben. Also einmal der Themenbuch-Testbericht. Hat Nachteile und Vorteile, das Ding, aber alles in allem bin ich zufrieden mit. Was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass hier hinten so ein Schriftzug draufgedruckt ist, den hätten sie sparen können. Hab das Ding übrigens selber gekauft, keine Werbung, kein gar nichts. Also es ist jetzt einfach ein ins Blaue hinein gemachter Produkttest. Denn ich habe ganz, ganz flott Nachschub fürs Themenbuch gebraucht, nachdem das andere dann kurz vor voll war. Und ich habe zwar noch ein wunderschönes Themenbuch oben liegen, aber das kriege ich leider nicht gut in die Themenbuchkiste. Das hat nämlich so einen dicken Metallverschluss drauf und dann kriege ich den Deckel der Kiste nicht zu. Heißt also, das werde ich sicher anderweitig verwenden. Ich brauche aber was ich in die Themenbox kriege. Und dadurch habe ich es dann bestellt. Ich glaube, ich habe den Link auch bei Discord gepostet, wenn jemand ein Themenbuch haben möchte. Passt auch farblich schön in meine Themenbuchbox. Aber jetzt, denke ich, haben wir genug über das Themenbuch gequatscht. Jetzt habe ich noch ein Katerchen für euch. Ups. Der saß ja hier schon die ganze Zeit, den habt ihr gut mitbekommen. Den halte ich auch nochmal in die Kamera. Er schnurrt, er hat die Motoren angeworfen. Ein bisschen Schlafsand hat er, der war schon im Schlafmodus. Momentan stinkt er gar nicht so sehr. Ist bei ihm ja so etwas selektiv. Meine Juna, die Chefin, die riecht ja immer nach Weichspüler, aber der stinkt immer wie so ein Iltis. Ist ein kastrierter Kater, also nein, der pinkelt nicht in die Ecken. Aber am Köpfchen riecht er gut. Der Rest des Katers geht so, aber das Köpfchen ist sehr angenehm. Da kommt die Chefin, kaum hat man ihren Namen erwähnt, ist sie schon da. Früher haben immer die Füße des Katers gestunken, jetzt stinkt der ganze Kater. Aber das ist auch ein, das ist so ein Schnuffel, also tolles Katerchen. Na Junzi? Ja, meine Gute. Mein Hut ist wieder sehr spannend und die ganze Redaktion ist vollzählig. Genau, Luxmann oder Laxmann, die Gatzen. Ihr wisst ja, ich habe in der Redaktion eine Gatze, eine Bellgatze und eine Hoppelgatze. Oder? Ist die Gatze. Und das Rot ist die Bellgatze. Bell zwar nicht, aber er hat den Spitznamen Hund weg. Sind wir irgendwie, als ich zu Besuch bei meiner Mutter war, zu Silvester draufgekommen. Wir haben dann den Kater die ganze Zeit immer Hund genannt. Und er hat drauf gehört. Seitdem ist das der Hund. Er benimmt sich auch wie ein Hund. Kleiner Kater. Sie nicht so, sie ist mehr so die Diva. Aber der kleine Rote ist jetzt der Hund. Ja, und das Kaninchen kennt er ja, das Redaktionskaninchen. Dem geht's zusehends besser. Also es ging ihr ja jetzt zum Glück sowieso nicht schlecht nach der Sarkoidentfernung, aber ich kann euch einen aktuellen Stand zeigen, wie ihre Stelle heute aussieht. Ich mache ja jeden Tag ein Foto von zur Dokumentation, auch falls irgendwas ist, damit wir es der Tierärztin zeigen können. Und Stand vorhin, jetzt bitte nicht, also wer gerade ist, kann es ja wegmachen oder müsst ihr selber wissen, aber es ist echt nicht mehr schlimm. Stand heute, nachdem ich es wieder eingesprüht habe, sieht so aus. Also wirklich ein Wahnsinnsunterschied zum letzten Donnerstag. Guck mal, ist fast zu. Das, was da hängt, der Fussel, ist jetzt ein Stück Stroh, ein Stück Heu, da wollte ich nicht dran ziehen. Aber das fällt von alleine wieder ab. Ist jetzt etwas blau, weil ich es da gerade eben mit Blauspray eingesprüht habe. Aber es ist Wahnsinn, oder? Nach diesem riesen Loch, was sie da letzten Donnerstag hatte, als der ganze Kack wieder aufgegangen ist. Ist das jetzt praktisch? Weg ist es noch lange nicht, aber es hat sich zugezogen. Es ist nicht eitrig oder sonst irgendwas. Es suppt nicht mehr. Es ist halb so groß. Ich kann euch nochmal den Stand vom Donnerstag zeigen zum Vergleich für die, die es nicht wissen. Also wer es nicht sehen möchte, guckt jetzt bitte weg. Also jetzt guckt er weg. Na gut, wenn er wegguckt, kriegt er ja nicht mit, weil ich es nicht mehr in die Kamera halte. Aber zum Stand, also zum Vergleich, Stand letzten Donnerstag, Achtung. Das war am Donnerstag, als die verschissene Naht aufgegangen ist. Das ist eine halbe Woche jetzt her. Und da zum Vergleich. Ich würde sagen, ist ein Unterschied. Das ist ein sehr, 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 sehr kräftiger Unterschied. Also da bin ich guter Dinge, dass die Hoppelgatze demnächst wieder ganz fit ist.
Hab sie heute auch etwas flotter longiert, natürlich in ihrem eigenen Tempo. Hab sie aber heute mal traben lassen an der Longe. Ist danach auch nichts aufgegangen, war alles gut. Aber die hat so viel Energie, die muss sich bewegen können. Und so sah alles in allem gut aus. Hat sich gefreut, hat mit dem Kopf geworfen. Sicher, sie läuft noch sehr vorsichtig mit dem einen Bein, weil das wird schon noch etwas ziehen. Deswegen habe ich es jetzt auch in ihrem eigenen Tempo laufen lassen. Aber eben die Chance gegeben, dass sie sich so bewegen kann, wie sie das mal möchte. Und ich hoffe, dass ich sie dann in den nächsten Tagen auch mal mit auf der, oder in den nächsten ein, zwei Wochen mit auf der Wiese rennen lassen kann. Aber wir haben gestern noch festgestellt, also wirklich durch Zufall, kommt noch mal ein Bild, was der ein oder andere vielleicht eklig finden könnte. Ich nicht, ich sehe es ja jeden Tag live, aber nur, dass ihr noch mal vorgewarnt seid. Die hat ja auf der anderen Seite auch einen Sarkoid gehabt. Die hat links den großen, von dem großen Loch, und rechts hat es den kleinen, der ist auch entfernt worden. Der sieht jetzt, Achtung, so aus. Stand vorgestern. Da habe ich gestern kein neues Bild gemacht. Und da haben wir festgestellt, da sind noch so Klammern drin. Habe ich gestern Abend erstmal die Tierärztin angeschrieben. Ja, kacke, da ist noch irgendwas im Pferd. Muss das so sein? Fällt das von alleine raus? Kann das irgendwie Probleme machen? Da meinte die Tierärztin gleich, nee, das ist Absicht. Die kommt entweder nochmal vorbei, zieht das oder es fällt halt raus. Aber da haben wir nicht mitgerechnet, dass da noch was an Draht drin ist. Das sieht man nämlich so schlecht auf der rechten Seite. Wir kontrollieren es ja jeden Tag zweimal. Unsere Stallchefin kümmert sich morgens drum, sprüht das Kaninchenblau ein. Abends bin ich da, sprühe das Kaninchenblau ein und wir gucken. Also ist hier rund um die Uhr jemand da, der dann auch die Kaninchen im Auge hat. Und da hat er es auf der rechten Seite direkt so in der, wenn es ein Mensch wäre, in der Armbeuge ist, sieht man es eben immer ganz, ganz schlecht. Und wir wollen es auch nicht so ankrapschen, weil es tut eben weh. Es war eine offene Stelle und da will man nicht so ranfassen. Und so haben wir es dann erst gestern gesehen, als wir es dann ein Stück vorgezogen haben, dass da noch zwei Klammern drin sind. Und da gleich erstmal wieder die Tierärztin sind verrückt gemacht, aber es ist zum Glück wohl beabsichtigt. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, Kaninchen ist soweit fit und gesund, also wohlauf. Ich habe auch ein Bild vom Kaninchen. Na gut, da guckt sie jetzt etwas blöder. Da hat sie Mist gebaut. Ich zeige euch erstmal, was sie gemacht hat. Schaut mal, ich weiß nicht, ob man es erkennt. Oh Gott, da nicht dein Hintern, du bist kein Kaninchen. Das da ist ein Heunetz. Das ist jenseits des Stromzauns. Das hat sie nämlich wegkatapultiert. Die hat wohl so doll an ihrem Netz gezupft, dass das Netz über den, das hängt an so einem Seil, damit das schwingt, damit sie es nicht festhalten und alles auf einmal rauszerren kann, sondern damit sie eben zupfen muss, damit das schwerer zu fressen ist. Sinn von einem Heunetz. Und sie hat das irgendwie hinbekommen, dass sie so doll an diesem Netz gezupft hat, dass dieses Netz fast 2 Meter weit geflogen ist über den Stromzaun und hat natürlich geknackt wie irre. Ist ja klar, wenn da am Stromzaun was hängt, das knackt. Und sie ist sehr, sehr empfindlich auf so einen Stromzaun knacken. Das mag sie gar nicht. Da müssen wir dran arbeiten. Also die ist da sofort in Alarmbereitschaft und klotzt und so ein Geschnaufe eben. Ich kann es gerade nicht nachmachen, weil ich schon wieder Rotz in der Nase habe wegen Katzenhaaren. Ihr wisst, wie ein Pferd, was irgendwas wittert, irgendwie in Alarmbereitschaft ist. Ihr wisst, wie das klingt. So und sich umschaut. Und das macht die immer, wenn der Stromzaun knackt. Und dann stand sie, nachdem sie dieses Netz wegkatapultiert hat, so auf ihrem Krankenpaddock und hat ganz bedröppelt geschaut, weil ihr Netz dann auf der anderen Seite des Stromzauns hing. Ist ja dann wieder zurückgehangen worden. Wie gesagt, ist ja die ganze Zeit jemand am Stall, der da schaut und das Netz dann auch wieder zurückgemacht hat, als das weggeflogen, als es eben registriert wurde, dass es weggeflogen ist. Aber da war sie total bedröppelt und fand das gar nicht lustig, dass ihr Netz weg war. Ja, die fängt jetzt auch an, sich zu langweilen, was ihr eben doch gut geht. Tut ihr ja nicht weiter weh, die Stelle. Es ist nur beim Laufen ab und an mal unangenehm oder beim Hinlegen. Da ist er dann ein bisschen vorsichtiger. Aber die fängt eben jetzt an, so einen Bockmist zu machen, sich irgendwie zu beschäftigen, am Netz zu zuppeln und so einen Scheiß. Und damit hat sie das Netz eben wegkatapultiert. Und dann stand sie so richtig so, da war sie bockig, war sie sauer, dass ihr Netz weg war. Ja, dann hat sie es wieder zurückbekommen. Habe ich noch ein süßes Kaninchenbild für euch? Ja, schaut mal hier, vom Samstag. Da saß ich beim Kaninchen in der Box und da hat mich das Kaninchen doch etwas kritisch beäugt. Schaut mal, wie süß es schaut. Und wer sich fragt, warum Kaninchen, ich habe es euch vor einer ganzen Weile schon mal erklärt. Die Tierärztin hat mein Pferd mit dem Kaninchen verwechselt, als ich sie angerufen habe. Aber wollen wir jetzt nicht nochmal vom Urschleim anfangen, aber deswegen, ich weiß durchaus, dass das Pferd kein Kaninchen ist, aber sie hat jetzt den Spitznamen Kaninchen weg. Seit die Tierärztin da mir erzählt hat, wie schlecht es meinem Kaninchen geht. Pferd war wohl auf, aber sie hat einfach das Tier verwechselt. Sie dachte, ich rufe ein anderes Tier an. Und seitdem ist Romy eben das Kaninchen. Habe ich noch ein Kaninchenbild, ein niedliches? Ah ja, wir haben letztens ebenfalls am Samstag, das war also am gleichen Tag aufgenommen, da saßen wir dann noch etwas in der Box zusammen und da habe ich noch ein Bild von uns gemacht, wie wir Unsinn planen. Da hatte sie noch so, und haben wir ihr noch so ein grünes Netz vor die Box gehangen, weil sie da dann schon, da war sie,
Am dritten Tag durfte sie wieder raus und hat sie dann auch vorher schon angefangen, in der Box rumzuzupfen und irgendwie mit dem Rüssel rauszuschieben und da irgendwas anzunagen, Holzbalken. Da haben wir dann so grünes Netz davor gegangen, damit der Kopf drin bleibt. Damit sie nicht anklopft mit den Gelenken gegen die Holztür und sowas, weil sie hat ja gesehen, die anderen durften alle raus und sie musste eben drinstehen 2 Wochen. Und dann fing sie an mit den, also jetzt für uns wäre es ein Knie, beim Pferd vorne ist es kein Knie, aber mit dem Gelenk immer gegen die Tür zu hauen. Und wenn Pferde sowas machen, machen sich halt die Gelenke kaputt. Deswegen haben wir da das Loch zugemacht, damit sie da nicht so nah rankommt, aber gucken kann durchs Netz. Jetzt konnten wir es wieder abbauen, jetzt geht sie wieder raus. Aber das war noch die Knastbox extra mit Netz davor gehangen, damit der Rüssel nicht über der Boxtür hängt und sie die ganze Zeit rankloppen kann. Ja, sie zieht ein ziemlich langes Gesicht, aber sie hat nun mal ein langes Gesicht. Das ist bei einer Hoppelkatze so. Ja, jetzt seid ihr auf dem aktuellsten Stand, was das Hoppelgätzchen, was die Hoppelkatze angeht. Die hat jetzt auch futtertechnisch wieder alles, was sie so braucht, haben wir heute die Lieferung ja bekommen. Sie kriegt jetzt für die es interessiert, falls da jemand von euch noch irgendwie Fütterungstipps hat, gerne her damit. Wir sind nämlich echt am Überlegen, was geben wir dem Pferd denn? Die hat bisher sehr, sehr reichhaltiges Futter bekommen. Problem ist, da hat sich Wasser in den Beinen eingelagert. Er hat so Gallen gehabt und ein bisschen Wasser am Hufrand. Und da meinte die Tierärztin, ein Stoffwechselproblem, kriegt zu gutes Futter. Haben wir das Futter geändert und schon ist das Wasser weg. Also es lag wirklich daran. Wir hatten ja erst Angst, sie hat Arthrose oder irgendwas, aber hat sie zum Glück nicht. Ist ja komplett kontrolliert worden vom Tierarzt. Und seit sie jetzt anders gefüttert wird, haben wir die Wassereinlagerung komplett wegbekommen. Also wirklich kaum noch irgendwas zu sehen. Aber sie ist halt ein spanisches Pferd, Andalusia aus Portugal importiert und die haben natürlich ein anderes Fressverhalten als die hierzulande auf fetten Wiesen gezüchteten Vollbluttraber. Ist ja klar, völlig anderes Pferd. Wenn also jemand von euch ein spanisches Pferd haben sollte, dann gerne mal mitteilen, was ihr dem füttert. Jetzt bekommt sie aktuell ein Maß Top E pro Tag. Ja, ein bisschen mehr als ein Maß. 600 Gramm pro Mahlzeit. Das ist so ein Pelletfutter. PKE oder ein Top E heißt es. Unsere Stallchefin sagt immer PKE. Bekommt sie pro Tag ein Maß, aufgeteilt auf 2 Mahlzeiten. Einmal morgens, einmal abends. Dann kriegt sie eine Hand Luzerne-Mix und aktuell ein halbes Maß Gerste pro Tag, weil wir da langsam anfüttern müssen. Das kennst du noch nicht, die Gerste haben wir letzte Woche erst geholt. Sie soll dann pro Tag ein Maß Gerste und ein Maß Top E bekommen, wenn sie wieder arbeitet. Dazu noch Mineralfutter, da bin ich jetzt gerade dabei, einen großen Sack vom Sankt Hippolyt Bodyguard ranzubekommen. Weil kriegt man im Internet immer nur die Eimer, aber haben wir heute beim Futterlieferanten schon bestellt. Das ist nächste Woche dann ein großer 20-Kilo-Sack von dem Bodyguard Muskelaufbaufutter kommt. So ein Mix aus Muskelaufbau und Mineralfutter. Und soll wohl gerade bei etwas schneller aufgeregten Pferden, soll das wohl für eine bessere Arbeitseinstellung auch sorgen. Habe ich relativ viel Gutes von gelesen. Wir haben auch schon mal angefüttert, als sie jetzt, bevor sie stehen musste im Training war. Und ich habe schon gemerkt, ja, die arbeitet besser mit. Das scheint ihr gut zu tun. Sah auch schön rund aus. Gutes Pferdchen. Also scheint einen Effekt zu haben. Und das würde ich gerne weiter füttern. Nee, das ist kein Doping. Das ist normaler Muskelaufbau und Mineralfutter. Das brauchen die, wenn die im Training stehen. Also, wenn jemand von euch spanische Pferde hat und noch einen Hinweis hat, was man da ändern könnte, verbessern könnte am Futterplan, mir gerne schreiben. Also wir sind da vollkommen offen, was das angeht. Weil unsere Stallchefin, die züchtet Traber, die hat mit spanischen Pferden noch nie was zu tun gehabt. Hat das Pferd mehr oder weniger völlig blind vor 2 Jahren gekauft und war nie so richtig zufrieden mit dem Futter. Hat wahnsinnig viel dazu gelesen, aber jeder sagt was anderes. Und jetzt aktuell hat uns die Tierärztin empfohlen, sie soll kein Müsli bekommen, braucht sie nicht. Auch nicht irgendwie wird noch Phyto gefüttert, so ein Hufrehefutter, weil wir eben uns nicht sicher waren, ja, warum hat sie denn da Wasser, aber das soll sie alles nicht kriegen. Sie soll jetzt laut Tierärzten primär Gerste und Top E bekommen und dann eben ein bisschen Mineralfutter dazu. Also Top E, Gerste, Luzerne-Mix, damit sie ordentlich kaut, so Strukturmix heißt es, und dann kriegt sie noch Muskelaufbau dazu. Weniger Salz, Salz haben sie in Leckstein, haben wir im Futter gar nicht. Aber unsere Roxy zum Beispiel hat ja auch einen Andalusia, hat sie letztens geschrieben. Salz haben sie alle in der Box, das habe ich nicht aufgezählt. Weil das ist Boxausstattung, das ist bei uns kein Pferdefutter, das haben sie immer da. Horst Müsli für Pferde, das erklärt sich doof, wenn man da noch nie was von gesehen hat. Ich muss euch mal auf dem Reisekanal, zeige ich euch mal, machen wir mal einen Rundgang durch die Futterkammer, da zeige ich euch, was mein Pferdchen bekommt. Können wir nächste Woche ganz in Ruhe machen. Da bin ich sowieso ein bisschen eher dann immer am Stall, weil da ein bisschen mehr zu tun ist. Heißt also, nächste Woche auf dem Reisekanal werde ich euch mal ganz entspannt eine Übersicht geben, wenn ich dann Futter für die Hoppelgatze mache. Dann zeige ich euch das mal, was sie so zu fressen kriegt. Und wenn da jemand wirklich Ahnung von hat, da auch Erfahrung von hat, was spanische Pferde bei ihr oder ihm bekommen, sagt es mir, weil wir da wirklich experimentieren. Papillon? Ja, natürlich, aber SSO ist auch toll. Aber ich kann immer noch nicht wieder SSO spielen, weil mein Laptop nach wie vor noch kaputt ist. Und auf der alten Krücke,
Macht keinen Spaß. Muss mich mal darum kümmern, dass der Laptop jetzt repariert wird. Aber Traktor war erstmal wichtiger. Erst musste der Traktor repariert werden, dann musste das Pferdchen repariert werden. Und naja, muss man auch ein bisschen rechnen, wann man dann noch einen Laptop reparieren lässt. Aber muss ich, glaube ich, nicht erklären, ist ja ganz klar. Ach, Roxy schreibt, sie wollte sich einen kaufen, eine Woche bevor ich Romy gezeigt habe. Ich dachte, du hast ihn gekauft, deswegen. Nein, der Laptop kommt nicht in die gleiche Werkstatt wie der Traktor. Dann werde ich den Laptop wahrscheinlich in einem halben Jahr erst wiedersehen. Kaviar bekommt sie nicht, natürlich nicht. Sie bekommt schon Pferdesachen. Und was es so an... Ich habe hier irgendwas im Mund. Und was es so an verschiedenen Pferdefutter gibt, das zeige ich euch dann nächste Woche mal ganz in Ruhe. Man muss sich sowieso Großfutter für alle dann machen. Wir machen immer in der Regel Mittwochsfutter. Und da bietet sich das an, euch da mal einen Einblick zu bieten, was denn so Pferdchen futtert. Ist nämlich gar nicht mal so wenig. Und bei uns ist es so, dass jedes Pferd Frühstücksdosen kriegt. Also so viereckige Dosen. Da wird für eine Woche Essen vorbereitet, morgens und abends. Damit man dann nicht jedes Mal mit dem Eimer zusammenmischen muss. Damit ist immer dass die gleiche Anzahl an Futter, ist die gleiche Zusammensetzung. Damit da nichts vergessen wird. So kriegt jedes Pferd dann für die ganze Woche sein Essen vorbereitet. Romys Essen muss ich immer samstags vorbereiten. Die anderen haben immer mittwochs ihren Essensvorbereitungstag. Und man macht sich das immer ganz effizient. Da muss man abends oder morgens dann nur die Frühstücksdose nehmen, in den Eimer packen, steht hier überall der Name dran, dann kriegt jedes Pferd sein Frühstück und sein Abendessen. Mike, bei meinem Laptop ist anscheinend irgendwas durchgebrannt, irgendwas Platine abgeraucht oder so, geht nicht mehr an, macht gar nichts, ist einfach tot. Fusselchen hatten sich schon angeschaut aus der Reisegruppe, unser Lobo von Discord hatten sich angeschaut, aber wir haben es nicht hinbekommen, den wieder zu reaktivieren und die haben beide wirklich viele Ahnung. Also die bauen Rechner zusammen alles, aber da ist wahrscheinlich irgendwie ihr Kontakt kaputt. Wir haben mit dem Stromprüfer sind wir rangegangen, vermutlich ist Mainboard irgendwie durch. Also lässt sich wohl nicht zu Hause reparieren. Interceptor, ja Heu habe ich jetzt auch nicht erwähnt, bekommen sie 4 Netze pro Tag, je nach Größe des Pferdes. Zwischen die kleineren Pferde kriegen 2 Zweier und 2 3 Kilo Netze. Die großen Pferde kriegen, sie kriegt 2 Fünfer und 2 4 Kilo Netze. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel sie arbeiten und was sie für einen Futterbedarf haben, ob sie Reste drin lassen, ob sie keine Reste drin lassen. Aber jedes Pferd hat 4 eigene Heunetze pro Tag. 2 in der Box, 1 abends, 1 nachts. Wir kriegen tatsächlich noch Nachtessen. Das finde ich sehr, 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 sehr cool, dass unsere Stallchefin persönlich da noch Netze rausbringt. Und dann bekommen sie tagsüber auf ihren Paddocks jeweils jeder 2 Netze Heu. Morgens, mittags, abends, nachts. Also die sitzen da im 5-Sterne-Vollpensionsresort, denen geht's gut. Nee, Heu habe ich jetzt beim Futter nicht aufgezählt, weil das ist Standard, das ist normal, dass ein Pferd Heu braucht. Muss man nicht drüber reden. Wenn ich über das Futter rede, geht es mir ums Zusatzfutter. Und das ist leider eine Wissenschaft für sich. Wenn wir Futter machen, sind wir 2 Stunden dabei. Aber für alle Pferde. So, machen wir Feierabend. Haben wir genug geredet? Ja, Horst, du hast auch oft Nachtessen. Ich auch. Ja, die Pferde bekommen eben auch nachts noch Nachtessen. Jetzt hat Interceptor es gegoogelt. Na, das mit den 10 Kilo? Jein, ich glaube 1,5 Kilo pro 100 Kilo Pferd. So in dem Dreh war der Richtwert. Und je nachdem, wie schwer das Pferd ist, oder waren es 2 Kilo pro 100 Kilo Pferd? Naja, gibt es verschiedene Richtlinien, aber die größeren Pferde bekommen bei uns eben größere Netze und die kleineren Pferde kleinere Netze. Und dann je nach Bedarf des Pferdes. Also ist individuell abgestimmt. Wird auch ganz, ganz viel immer angepasst. Wenn die Pferde mehr arbeiten, dann gibt es natürlich mehr Futter. Kriegen sie noch ein Maß Hafer dazu oder jetzt künftig dann Maß Gerste, weil Romy soll kein Hafer fressen, weil sie dazu hippelig wird. Altmaiers Unterhose, sie hat diesen Monat Geburtstag. Ich glaube am 18. März, da wird sie dann 12. Ist ein 11-jähriges Pferdchen. Da müssen wir der Romy dann einen Karottenkuchen organisieren. Da gibt es sicherlich auch ein kleines Geburtstagsvideo von der Romy. Da ist sie dann offiziell 12 Jahre alt. Also toll, perfektes Alter. Tolles Reitpferd. Haben wir noch irgendwas, worüber wir plaudern sollten? Ansonsten gehen wir in den Feierabend über. Ich denke, wir haben uns genug Irrsinn angeschaut. Überfliegen noch mal kurz die Kommentare. Mirko, in den Vlogs machen wir das nicht, weil da soll es um Nachrichten gehen, aber auf dem Reisekanal werde ich euch sicher auch mal das ein oder andere so rund ums Pferdchen zeigen, wenn es euch interessiert. Also was es frisst, was es für Ausrüstung bekommt, wie es trainiert wird, so ein Zeug. Aber jetzt wird es aktuell ja nicht, also noch nicht wieder trainiert. Ich hoffe, dass ich sie jetzt Ende des Monats antrainieren kann, weil ich Mitte April ein Dressurturnier mit ihr reiten will. So nur eine E-Dressur. Sollte sie eigentlich durchkommen. Ich hatte eigentlich vor, 2 Springprüfungen und eine Dressurprüfung zu gehen an dem Tag, aber ich weiß nicht, ob ich sie bis dahin wieder springen darf und dann so einen völligen Kaltstart. Werde wahrscheinlich mit ihr erstmal nur die E-Dressur dann nennen. Roxy habe ich nicht vor, ein Pferdchen reicht. Ist auch teuer genug. Nee, ihr habt nicht vor, ein zweites Pferd zu kaufen, definitiv nicht. Ich habe überlegt, so in 5 bis 6 Jahren, wenn Romy dann so 17, 18 in dem Dreh ist, ein Fohlen zu ziehen als Nachwuchspferd.
Das ist dann so die Zukunftsidee, die ich hatte. Wenn sie dann so kurz vor dem, wo sie dann weniger machen soll, ist, unsere Steichhäfin meinte, so 17 ist so viel Fohlen, ist in Ordnung. So, bevor sie dann in Rente gehen muss, dass ich mir dann ein Rommi-Fohlen ziehe und dann das Nachwuchspferdchen habe, wenn sie dann eben kürzer treten muss später. Aber wir haben bei uns am Stall eine 31-jährige Omi stehen, die wird jetzt bald 32 und die ist noch topfit. Also von daher. Aber mit einem über 20-jährigen Pferd kann man kein Fohlen mehr, oder sollte man kein Fohlen mehr ziehen. Deswegen so, wenn sie so 17 ist in dem Dreh, dann einmal ein Rommi-Fohlen und das dann entsprechend groß werden lassen, bis es 3 oder 4 ist, je nachdem, wie schnell es wächst, wie sich es entwickelt, und das dann ordentlich einreiten. Und wenn Romy dann langsam in Rente geht, dann kann das Fohlen direkt übernehmen. Macht unsere Stallchefin immer so, die ziehen sich für ihre Nachwuchspferde immer selber. Und da wir durchaus jetzt im Sommer uns auch Grundstücke anwollen, im richtigen Land, und dann mit dem ganzen Stall, wenn wir was Gutes finden, nach Rumänien gehen wollen, unsere Stallchefin ihre Pferde auch mitbringt und sich dann auch gerne nochmal Fohlen ziehen wollen würde als Nachwuchspferde, weil ihre jetzt auch schon etwas älter sind. Unsere Große ist jetzt 16, das Pferd von unserer Stallchefin, das Lieblingspferdchen ist 14. Dann haben wir noch eine 16-Jährige, eine 18-Jährige, aber die sind jetzt alles keine Jungpferde mehr. Und da hat unsere Stallchefin auch schon gesagt, ja, da würde sie auch nochmal 1 oder 2 Fohlen sich ziehen als Nachwuchspferde. Aber jetzt nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, sondern so perspektivisch gesehen. Und Romy dann so ein Pi mal um 5 6 Jahre. Nein, Guido, die Romy, die werde ich natürlich behalten, das ist ganz klar. Aber mit einem Pferd, was über 20 Jahre ist, will man dann irgendwann auch nicht mehr unbedingt Turniere gehen oder nicht mehr Shows oder so reiten. Da muss man dann gucken, was möchte das Pferd denn noch leisten? Was ist es denn noch bereit zu machen? Und da ist es dann schon schön, wenn man ein Nachwuchspferdchen im Stall hat, was dann auch ein bisschen ein paar Dinge mit höheren Anforderungen machen kann. Auf einem Seniorenpferd gibt es Sachen, das muss ein Seniorenpferd einfach nicht mehr leisten. Oder irgendwie lange Wanderritte oder sowas. Wenn das Pferd noch topfit ist, kein Problem. Aber falls sie dann mit über 20, da wir ja auch nicht wissen, wie sie aufgewachsen hat, sie Mineralstoffe bekommen, hat sie irgendwie dann doch gesundheitliche Einschränkungen, wenn sie älter ist, hat ja keiner eine Ahnung, wie das Pferd aufgewachsen ist. Die ist ja aus Spanien geholt worden mit 9 Jahren. Und da man das nicht planen kann, will ich dann eben schon vorsorgen, wenn sie ins Rentneralter kommt, dass sie dann auch Rentnerin sein kann und dass ich dann trotzdem Pferdchen habe für unsere Mittelalter-Shows und für Turniere und alles, was anfällt. Roxy stimmt, aber unsere Stallchefin hat das jetzt schon häufiger gemacht, dass sie sich Fohlen gezogen haben und die meinte, so 17 Jahre ist überhaupt kein Problem. Hatten sie noch nie Probleme mit, so als Nachzucht dann. Und ich will auch kein Zuchtpferd draus machen, ich hätte gerne ein Fohlchen und das dann auch wieder als eigenes Pferd. Aber das ist in einem halben Jahrzehnt. Jetzt habe ich erstmal ein Pferdchen und das ist genug Arbeit, das ist teuer genug und das ist auch genug Trainingsaufwand, den ich noch reinstecken muss. Die ist zwar super grundsätzlich gut ausgebildet, aber ihr wisst, wie oder habt sicher auch davon gehört, wie in Portugal ganz gerne mal die Pferde angeritten werden. Ihr habt ihre Nase gesehen, das ist nicht unbedingt freundlich geschehen. Heißt also, da muss noch einiges korrigiert werden, dass die ordentlich läuft, dass sie auch eine ehrliche Anlehnung kommt, dass die eben nicht dieses Erzwungene macht, was sie momentan macht. Wenn die sich in irgendwas reinsteigert, ein bisschen hektischer wird, dann piaffiert die. Vermutlich haben sie in Spanien zusammengetroschen, wenn sie nicht piaffiert hat, und jetzt piaffiert sie halt bei jedem Scheiß, weil sie denkt, sie muss piaffieren. Und das ist eben was, soll sie nicht machen. Die soll piaffieren, wenn es gefordert wird, aber nicht aus Angst piaffieren. Und das wird aber eine ganze Weile dauern, bis es raus ist. Heißt also, da werde ich jetzt, wenn sie dann wieder laufen darf, wenn ihre Sarkoidstellen gut verheilt sind, da werde ich noch eine ganze Weile mit ihr arbeiten müssen. Und jetzt diese Saison wird sie auch nur Wettbewerbe gehen. E-Springen soll sie gehen, E-Dressuren soll sie gehen. Und nächstes Jahr würde ich dann gerne mit ihr anfangen, so in den A-Bereich zu gehen. Vielleicht schaffen wir auch eine L-Prüfung, wird sich dann zeigen. Weil die Veranlagung, die ist da, die hat wundervolle Gangarten, aber sie ist halt sehr, sehr hektisch. Weil sie immer alles so unter Spannung macht. So von wegen, sie hat Angst, es passiert was Schlimmes, wenn sie es nicht macht. Und ich möchte gern, dass sie ruhig und freudig bei der Arbeit ist. Manchmal hat sie richtig Spaß bei der Arbeit, aber sobald dann was Anspruchsvolleres kommt, ich also was mit ihr übe, wo sie noch nicht so sicher drin ist, was sie zwar kann, aber wo sie nicht die Routine hat, dann steigert sie sich immer rein und dann fängt sie dieses Hippelige an. Und bis das nicht raus ist, muss ich mit der keine höheren Lektionen üben. Die soll jetzt erstmal gemütlich, schön durchlässig laufen, schön runterkommen, entspannt gehen, Seitengänge ordentlich machen, ohne da hektisch diagonal rumzurennen. Und dann gucken wir, dass wir das ein oder andere E-Turnier dieses Jahr mitnehmen und mal schauen, wie weit sie es dann hinbekommt in der Dressur und im Springen. Am Springen müssen wir sowieso noch arbeiten. Das ist eine Katastrophe, wie die da. Die springt schön, aber die eiert so auf die Sprünge zu. Da arbeiten wir, das kriegen wir hin. Bin sie erst einmal richtig gesprungen. Bei uns zu Hause schon 3, 4 Mal, so kleinere Sprünge. Aber im Lehrgang, wir sind im Zickzack auf den Sprung zugeritten. Die höheren Sprünge sind toll gegangen, aber die kleinen Dinger,
Sah scheiße aus. Aber das schaffen wir dieses Jahr noch. Jetzt eine wunderschöne gute Nacht euch allen. Und dann gibt es demnächst Neues vom Pferdchen und vom absurdistanischen Irrsinn. Ups, es geht jetzt auf der anderen Seite wieder aus. Das ist so irritierend, dass ich immer links oben in die Ecke drücken muss. Naja, schlaft gut.